Ganz herzlich willkommen hier wieder zurück bei Movielou. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Und zwar bin ich heute mal wieder unterwegs. Heute beim Markus, einem lieben Abonnenten von mir. Und er hatte sich netterweise gemeldet aufgrund meiner Anfrage im letzten Video, wo es hieß, meldet euch doch mal, wenn ihr auch eure Sammlung präsentieren möchtet. Und der Markus hat gesagt, er sammelt auch gern Filme, er hat eine coole Sammlung und möchte sie gerne vorstellen. Und Markus, erstmal danke, dass wir da sein dürfen. Ja, gerne. Schön, dass ihr vorbeigekommen seid. Hallo. Ja, hallo. Auch der Florian ist wieder mitgekommen, weil er sagte, ja, möchte ich mir auch wieder angucken. Ja, hallo liebe Zuschauer und danke Markus für die Einladung. Markus, komm doch gerade mal kurz mit, dann kannst du uns vielleicht hier einfach mal erzählen, was du hier genau hast, ob du hier hauptsächlich deine Filme guckst. Du hast ja schon gesagt, das ist so dein Bereich mit deiner Frau zusammen. Also hier gucke ich nicht hauptsächlich meine Filme, ich habe noch ein eigenes Filmzimmer. Hier sind halt auch die Filme, die ich mit meiner Frau zusammen gucke. Ja, aber sehr, sehr cool. Wir sehen hier auf jeden Fall Harry Potter, Star Wars, Herr der Ringe und so weiter. Serien, Bones. Bones? Guckt deine Frau gerne oder du auch? Ich auch, ja. Castle, Grimm, ist ganz gut, die Serie. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ansonsten hast du hier auch noch einen Fernseher, was ist das, 65 Zoll? 65 Zoll, Sony und eine 3.0-Anlage. Der Subwoofer ist nicht dran. Also du hast wirklich dann hier auch drei Kanton-Lautsprecher? Ja, für Center und die beiden seitlichen Lautsprecher, ja. Ja. Hier ist noch ein ganz normaler Blu-ray-Player. Und von Onkyo ein Verstärker. Ja, sehr, sehr schön auf jeden Fall. Und du vermisst jetzt hier keinen Subwoofer oder irgendwelche Rear-Lautsprecher? Nee. Das passt so. Ja, jetzt befinden wir uns hier im Zimmer von Markus. Und ich muss sagen, richtig, richtig toll. Der erste Eindruck ist schon wieder wirklich mega. Ganz, ganz toll präsentiert hier. Sehr, sehr aufgeräumt. Wir werden uns das Ganze jetzt hier mal nach und nach mit euch zusammen angucken. Und ich würde sagen, der Markus, der kann ja einfach mal anfangen, so ein bisschen zu erzählen, was er sammelt, wo er mit angefangen hat und was dir gerade so einfällt. Okay, also angefangen hat das hier mit dem linken Regal. Ja, hauptsächlich sind jetzt hier Franchises. Das fängt erstmal mit den Halloween-Metal-Packs an. Final Destination, dann kommt Freitag der 13., das ist eigentlich meine Lieblingsserie von den Horrorfilmen. Dann Nightmare on Elm Street. Dann in der oberen Reihe gibt es noch ein paar neuere Mediabooks auch. Die letzten Mediabooks, die ich mir geholt habe, waren die Reitenden Leichen Mediabooks. Du hast hier jede Menge Filme schon drinstehen, ganz, ganz tolle Editionen und so weiter. Und was mir halt auffällt, da hattest du ja vorhin auch schon mal erwähnt, du hast das Ganze jetzt halt primär erstmal wirklich so auch nach Reihen und so weiter sortiert. Zum Beispiel hier diese Chucky Collection sehe ich hier. Du hast hier zum einen das wattierte Mediabook von 84 stehen und dann auch wiederum einzelne Mediabooks von Birnblatt, aber sogar dann dazwischen einfach Emerys einsortiert, weil du sagtest, die gehören zur Reihe und ja, das ist dir dann jetzt egal. Mir kommt es halt hauptsächlich auf den Film an. Ja. Und ich gucke halt, dass ich halt am liebsten eine normale Emery kriege, bevor ich mir ein Mediabook hole. Also halt, du bist tatsächlich gar nicht... Weil es halt auch günstiger ist. Also du bist wirklich dann jemand so, der sagt, hammer, Hauptsache ich habe den Film in der Sammlung und eine schöne Edition, die ist mir jetzt gar nicht so wichtig. Und ich mische die dann halt auch. Ich hole mir halt hauptsächlich Mediabooks, wenn es den Film nicht auf Emery gibt oder nicht direkt oder erst ein halbes Jahr später, dann entscheide ich mich für ein Mediabook. Aber ich muss halt auch sagen, du hast ja hier wirklich auch tolle Editionen schon dazwischen. Ne? Hier zum Beispiel, ich bin mal so frei, ne? Ja. Hier sehen wir ja hier auch dieses schöne Digipack zum Beispiel von Wrong Turn. Ist halt einfach auch ein sehr, sehr schönes Stück. Und es gab ja davon sogar mal auch irgendwie einzelne Emerys, die dann hinterher rauskamen. Richtig. Aber da hast du trotzdem gesagt, das holst du dir, weil du findest das kompakt und schön. Und das ist richtig, da habe ich aber auch gespart, weil ich da die B-Ware-Edition mir geholt habe.
Ich habe keinen Kratzer gefunden. Nein, die B-Ware, ganz ehrlich, ich würde so weit gehen und behaupten, das ist halt wirklich auch nur, um die Limitierungszahl so ein bisschen zu strecken, ohne dass ich es weiß. Aber ich habe auch noch nie eine B-Ware in der Hand gehabt, wo ich gesagt habe, oh jo, das ist jetzt hier wirklich irgendwie beschädigt. Ich habe auch viel von Stephen King. Die ganze mittlere Reihe ist Stephen King. Jetzt habe ich auch noch in den anderen Regalen Stephen King Filme verteilt, aber ich sortiere die nicht immer um. Das müsste ich mal wieder machen, genau. Was ja. Mir hier direkt auf dem ersten Blick sehr, sehr gut gefällt, ist, man erkennt sofort, ohne dass man sich auskennt, wie du hier wirklich die Sachen zusammengestellt hast. Ne? Man hat hier direkt auf einen Blick die Tarantino-Filme, dann hat man hier den Weißen Hai zusammen, hier oben die Final Destination-Filme, also diese ganzen Reihen natürlich zusammengestellt oder halt hier im Fall von Tarantino zusammengestellt. Gefällt mir auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ja, ja, wie du siehst, die Mario Bava-Reihe, da habe ich drei von der Collector's Edition. Zwischendurch habe ich mir die Box geholt, weil die out of print sind, weil die preiswert war, als DVDs noch. Und letztens habe ich gesucht, das Mediabook zu Planet der Vampire, habe ich aber nicht mehr bekommen. Und dadurch habe ich mir dann die DVD geholt. An der Stelle direkt mal, Leute, ihr guckt ja hier alle bestimmt das Video. Es gibt sicherlich irgendeinen da draußen, der dieses besagte Mediabook in der Sammlung hat oder sagt, na, ich würde es doch ganz gerne mal abgeben. Dann meldet euch doch ganz gerne mal bei mir. Dann kann ich da entsprechend vermitteln und dem guten Markus das hier auch zukommen lassen. Wäre doch cool, wenn er dann entsprechend hier seine Reihe vervollständigen könnte. Also, der Planet der Vampire. Das wäre super, ja. Ich habe noch mal reduziert jetzt vor ein paar Tagen. Zum Beispiel die Freitag der 13. Reihe. Da gibt es ja jetzt ein preiswertes, ja, ich weiß nicht, ob das ein Steelbook ist. Ich hol's mal raus. Ja, hol einfach mal, genau. Kann man den Leuten dann immer ganz gut dann mal zeigen. Da sind die ersten 8 Teile drauf. So. Und ich hatte vorher die wattierten Mediabooks von 84 Entertainment. Und die habe ich jetzt verkauft, weil ich brauche es nicht doppelt. Ja. Und es spart mir Platz. Mhm. Und die habe ich jetzt dadurch ausgetauscht. Ja, aber es ist ja auch ein schönes Steelbook so am Ende des Tages, ne? Da gibt es ja überhaupt nichts zu meckern. Ja, aber die wattierten Mediabooks, die sahen schon noch schöner aus. Aber die kosten aber auch schon deutlich mehr mittlerweile, ne? Das stimmt, ja. Das ist genau. Halt so, ne? Schade bei diesen Collections von Freitag der 13. ist halt immer, dass das nie so hundertprozentig komplett war, ne? Ich noch, weil ich da keine Emery zu gefunden habe zu Freitag der 13. Das ist das Remake, ne? Ja, aber der Killer Cut, ne? Genau. Ja, aber ist halt leider Gottes auch so eine Sache. Es gab da ja mal eine Emery von 84 von, die aber auch schon ultra schnell vergriffen war. Und die Standard-Blu-ray, die man sonst bekommt, ist halt leider immer ohne den Killer-Cut gewesen. Ich sehe hier oben die Fliege. Und da sind wir doch direkt schon beim Thema, Leute. Die Fliege in diversen Mediabooks, weiß ich nicht, 8 Millionen Mark 50, ne? Nein, Quatsch, aber die Fliege wird ja immer ultra hoch gehandelt. Und du hast hier eine sehr, sehr schöne VHS-Edition. Hast du dir das hier auch bewusst geholt? Ich meine, den gibt es ja zum Beispiel als Emery. Ja, ich habe mir das bewusst geholt, weil die Emery sehr teuer war. Und das war preisgünstiger. Ach, tatsächlich? Ja. So teuer ist die mittlerweile? Ja. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, gerade zu diesem Film hier passt das sehr, sehr gut. Ich finde dieses Motiv cool. Und was hältst du davon, Florian? Ja, ich finde, es passt halt wirklich, ne, mit dieser VHS-Edition. Es gibt ja viele, sag ich mal, neue Filme, die dann auch in einer VHS-Edition erscheinen, wo ich sage, ja gut, das passt nicht so gut, aber in dem Fall passt es halt wirklich. Ne? Ansonsten sehe ich hier oben von Turbine diese riesige Psycho Legacy Collection. Das ist auch ein ganz, ganz tolles Stück, wenn ihr mich fragt. Ist hier gar nicht so einfach mit einer Hand. Verzeiht mir also, wenn ich hier ein bisschen behindert aussehe. da gab es ja jetzt zum Beispiel auch ein Steelbook von und so weiter. Hast du dir aber hier... Ich habe mir das bewusst geholt, weil da auch ein Buch bei ist. Ja. Für die ganze Reihe. Und ist das auch lohnenswert? Hast du das mal gelesen? Ich habe es auch gelesen, ja. Also ich lese das immer, bevor ich die Filme mir angucke. Da muss ich ja fast schon sagen, ich habe hier die Erstauflage in dieser größeren Box noch. Finde die aber tatsächlich sogar praktischer, weil die kriegt man leichter in die Sammlung unter, ne? Mhm. Ja. Stimmt, es gab so einen Riesenteil, ne? Da hat ja Otti da oben stehen gehabt. Otti auch gesehen, ja. Aber ne, ich muss auch sagen, sehr, sehr schöne Edition. Wollen wir mal wieder vorsichtig hier einsortieren. Ja, ansonsten auch hier wieder sehr, sehr cool. Die Puppet Master Collection sehe ich hier noch. Habe ich noch nie in Natura gesehen. Bin ich jetzt auch mal neugierig und gucke mir das Ganze hier mal an. Für die Leute, die sagen, oh, das habe ich auch noch nie gesehen. Aber es ist halt schon eine sehr, sehr schöne Edition hier auf jeden Fall, ne?
macht auf jeden Fall auch was her, hat eine schöne Spotlack-Veredelung hier drauf und wenn ihr darauf Lust habt, Florian, darf ich dich nochmal bitten, das hier einmal einzusortieren? Das ist ich echt mach's mit. Oh ja, der Markus, der macht das dann halt auch selber, ne? Ja, ansonsten hast du hier noch so ein kleines Regal daneben gestellt, sehe ich. Ja, das sind jetzt noch 60 Filme, die ich noch nicht geguckt habe, die oberen und unten. Ach, Alle du hast das Leute. dann wirklich auch so sortiert, dass du sagst, die Ich Filme, die habe ich das noch so nicht geguckt habe, die sortiert, hänge ich mir hier ja. hin? Genau. Und die sortiere ich dann, wenn ich sie geguckt habe, dann je nachdem ein, wo sie passen. Hast du das schon mal gerade aufgenommen? Das ist nämlich echt eigentlich auch eine richtig, richtig coole Idee. Habe ich so noch nie gesehen. Ich kenne das jetzt mittlerweile schon, dass viele Leute sagen: Ja, gut, dann ziehe ich mir einen Film beispielsweise einfach so ein bisschen aus der Sammlung raus und lasse den so ja, hier so hervorgehoben einfach stehen. Aber sich einfach wirklich die Filme an die Seite zu räumen, wo man sagt, die kenne ich alle noch nicht oder die möchte ich jetzt in nächster Zeit mal wieder gucken, finde ich, ist eine coole Idee, oder? Oder man, genau, oder manche machen sich ja nur so einen Stapel, aber das gefällt mir wirklich sehr gut. Und wir sehen es ja an den Filmen auch. Da haben wir so einen neuen Scream 6 zum Beispiel, ne? Ja. Ich finde dieses kleine Regal hier auch ganz cool. Weißt du noch, wo du das her hast? Ja, bei eBay Kleinanzeigen. Ja, also Leute, leider kann ich euch da jetzt keine Kaufadresse geben, aber wenn ihr sagt so, oh geil, so ein kleines Regal würde ich mir durchaus auch nochmal hinstellen. Mittlerweile finde ich auch immer wieder neue Bereiche, die ich mir noch antun könnte. Letztens bin ich auf John Wayne-Filme aufmerksam geworden. Da ich mir ja gerne Italo-Western angucke, habe Ja. ich gedacht, guckst du mir dir mal die Western von John Wayne an, weil ich ihn nicht kannte. Ich auch, Und ich ehrlicherweise nicht. finde die gut. Kommen dann also auch Filme ins Regal, wo du sagst, ja gut, das habe ich vielleicht abgedatet von DVD auf Blu-ray, dass du sagst, ich will mir mal das neue Bild auch erstmal anschauen und so weiter. Das mache ich auch, ja, aber nur vereinzelt. Ich habe mir jetzt vor kurzem einen OLED-Fernseher 55 Zoll geholt von LG, weil ich bin öfters mal Saturn Media Markt gewesen, habe gesehen, was das halt für ein tolles Bild ist. Diese Tiefe, die es gibt und halt die Farbunterstützung mit HDR und Dolby Vision. Genau. Man sieht ja jetzt hier auch im Allgemeinen, dass dieser Raum ja jetzt wirklich auch klein und gemütlich ist. Ne? Das hat ja jetzt hier auch nicht die Ultragröße. Du hattest ja gesagt, du hattest ja auch kurz überlegt, ob du dir vielleicht hier einen Beamer hinhängen sollst, aber das wäre dann vielleicht auch mit dem Das Wandabstand schon ein bisschen wäre jetzt schwierig geworden. übertrieben, ja. Und ich habe auch hier einen Verstärker gehabt und eine 5.1-Anlage. Aber für den Raum ist das zu überdimensioniert und ich habe jetzt einfach den Ton vom Fernseher genommen. Den Das Ton vom reicht mir. Fernsehen. Und die sind ja hier gerade auch bei den neuen LG-Fernsehern gar nicht so schlecht. Ne? Nö, Ja, haben die nö, nicht sogar schon diese die sind ziemlich gut. akustische Einmessung irgendwie, dass Ja, man mit der genau. Fernbedienung hier so ein Ja. bisschen das einmisst? Ja, sehr, sehr cool, auf jeden Fall. Ja, und im Hintergrund sehen wir dann, dass das Ganze hier auf jeden Fall auch noch weitergeht. Ne? Du hast Ich das halt. nehme Oh, den Sessel mal weg, ja, das sonst ist vielleicht ganz gut, dann können wir da mal so ein bisschen sieht näher man ran. nicht, was da ist. Und jetzt sehe ich hier auf jeden Fall eine Ich kann auch schöne rein. Reihe von Arnolis, sehe ich, oder? Ja, ich stehe halt auf die Hammer Series oder Hammer Edition. Oben gibt es noch die alte Version, die DVDs, die es von Das ist hier Arnolis jetzt zu gab, sehen. genau. Ja. Und ich glaube von IMS. Und unten ist die Mediabook-Reihe von Arnolis, genau. Sie habe ich ehrlicherweise auch in der Form noch nie so schön zusammen gesehen. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aufgeräumt aus. Sind alles allerdings auch Filme, die ich häufig nicht kenne. Aber soll ja nichts heißen. Ne? Möglicherweise sind das ja sehr, sehr. Meistens kennt man nur die klassischen, so Dracula, Frankenstein, Gut, Mumie, ne? klar. Ja. Das kennt man jetzt durchaus. Man sieht aber hier auch, dass es wirklich jede Menge gibt, was man teilweise einfach noch nicht gesehen hat. So geht es mir zumindest gerade. Und finde ich spannend, auf jeden Fall da mal einiges zu entdecken, was man noch nicht auf dem Schirm hat. Franchise, was man vielleicht nicht so kennt, was man aber auch empfehlen kann, ist die Cold Prey-Reihe. Weiß ich nicht, ob ihr die kennt. Da gibt es auch drei Teile. Ehrlicherweise, Cold Prey, ich glaube, ich habe mal den ersten Also so Teil ein davon gesehen. Slasher im Schnee halt, ja. Ja. Sons of Anarchy sehe ich da unten noch. Hast du Ja. auf jeden Fall auch eine ganz schöne Box von am Start. Hast du auch komplett gesehen schon? Ja, mehrmals. Weil der Dominik, der ist da auch Mehrmals. so ein Fan von. Ich guck's gerade auch wieder. Ich bin Ja. Staffel 2 schon. Cool. Und da wollte ich auf jeden Fall gleich nochmal einen Blick drauf werfen. Hier diese tolle Edition von Zimmer 1408. Das ist doch mal der Hammer. Also gerade diese Schlüssellochprägung hier in der Mitte sieht mega, mega toll aus. Das sind halt echt irgendwie Editionen, die ja irgendwie gefühlt heutzutage kaum noch rauskommen. Ne? Turbine macht sowas ja nochmal, wie man jetzt zum Beispiel bei Psycho gesehen hat. Aber ja, so ansonsten gefällt mir sehr, sehr gut, definitiv. Die dahinter, das sind halt noch Kindheitsserien von mir.
Darum habe ich mir die auch geholt. Ich weiß nicht, ob ihr kennt. Little House on the Prairie. Unsere kleine Farm kenne ich tatsächlich. Ja. Ein Engel auf Erden. Habe ich, früher lief das, glaube ich, bei Kabel 1 oder bei Sat oder RTL 2 oder sowas. Ey, das ist ja toll. Ich wusste gar nicht, dass es da solche einzelnen Veröffentlichungen gibt. Ich kenne ja diese Boxen, ne, mit den, ich glaube, 7 Staffeln, 8 Staffeln irgendwie in so einer DVD-Box. Aber hier solche schönen Editionen, ey, das finde ich ja schon toll, ne? Ich finde nämlich Buffy auch mega. Habe ich früher gerne geguckt, habe ich letzte Mal wieder angefangen. Ich krieg's doch nicht hin alleine. Ist egal, immer das Gleiche. Ich will das ja nicht kaputt machen, weißt du? Ich will das nicht einfach da reindrücken. Nee, aber Leute, wirklich, wirklich beeindruckend und auch wirklich toll sortiert. Finde ich sehr, sehr durchdacht und toll strukturiert vor allem auch. Weißt du ungefähr, wie viele Filme du jetzt hier so in der Sammlung stehen hast? Das sind ungefähr 1200 Filme plus die Serien. Aber ist ja auf jeden Fall auch schon eine beachtliche Sammlung und wie gesagt, sehr, sehr gepflegt. Ich finde es immer toll. Jetzt kommt noch ein Highlight. Hast du die Ecke fertig? Ja, klar. Wir nehmen immer jedes Highlight gerne mit. Oh, yeah. Vielleicht sind diese neuen, die es jetzt gibt von MovieCon, nicht so interessant, aber ich habe auch halt ältere Exemplare von Filmbüchern und die es halt nicht mehr gibt, sind halt die beiden, wo alle klassischen Horrorfilme best of beschrieben sind. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ich habe ehrlicherweise, ich glaube... Das Oliver Bartkowski. Die habe ich, glaube ich, 2001 erworben. Ich glaube, ich habe vielleicht ein einziges Filmbuch zu Hause oder sowas. Okay. Ich habe halt die Filme, aber wenn ihr euch dafür interessiert, wir können da mal einen Blick reinwerfen. Hier sehe ich zum Beispiel From Dusk Till Dawn, Fright Night, Handlungen und so weiter beschrieben. Sehr, sehr interessant eigentlich, ne? Cooles Buch, definitiv. Ich gebe dir das mal, ne? Ich meine, die hätte ich mal auf einer Filmbörse gekauft, 2001. Genau. Von Oliver signiert. Ach, geil. Genau. Ja, sehr, sehr cool. Florian, hast du irgendwas mit so Filmbüchern zu tun oder sagst du, hast du gar nicht? Ich weiß ja, dass du zum Beispiel Comics und so weiter zu Hause hast, genau. Aber so Filmbücher? Ja, ich habe tatsächlich vom MovieCon-Magazin habe ich ein, zwei Sachen rausgepickt, die mich auch interessiert haben. Freitag der 13. und ja. Halloween natürlich auch. Aber da gibt es ja mittlerweile wirklich jede Menge und wir sehen es ja hier auch. Jede Menge aus. Da ist wirklich einiges dabei, was auch viele Fans hat. Ne? Da habe ich auch oben halt das Regal, die Bücher, die ich noch lesen muss, die kommen hier oben hin. Ach, das ist auch wieder so ein Kleinständer. Ja, es hat hier auf jeden Fall alles Hand und Fuß. Ne? Und sicher ein richtig schöner roter Faden zieht sich hier durch. Ich sehe hier auf jeden Fall diese MovieCon-Dinger. Die sehe ich natürlich häufiger auch mal auf den Filmbörsen. Ja, ja. Hier Evil Dead von Alien zum Beispiel. Sind halt schon tolle Teile, ne? Ja, sehr, sehr schön auf jeden Fall. Du hast gesagt, du hast ja jetzt hier so einen OLED-Fernseher geholt, hatten wir gerade kurz drüber gesprochen. Nutzt den jetzt hier auch mit den integrierten Lautsprechern. Hast hier einen Ultra-HD-Blu-Ray-Player. Genau. Wie stehst du allgemein so zum Thema Ultra-HD? Ja, da kaufe ich mir nur Filme, die ich halt total super finde. Also ich habe jetzt von den 1200 habe ich nur maximal 30 4K-Scheiben. Ja. Ja, also ich muss ganz ehrlich auch immer sagen, 4K ist natürlich schön, kann toll sein, aber häufig ist der Unterschied ja dann auch gar nicht so groß, sodass man da jetzt dringend immer updaten müsste. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich habe die Erfahrung gemacht. Ja, nicht immer lohnt es sich. Was mir gerade durch den Kopf ging, wir haben ja beim Otti gesehen, der hatte seine 3D-Filme so ein bisschen an die Seite getan, die hat er ja auch mal gesammelt. War das mal ein Thema auch für dich, das Thema 3D? Ich glaube, ich habe gar keinen 3D-Film, nein. Es war nie ein Thema. Ne? Man kann es ja heutzutage auch kaum noch abspielen irgendwie. Ja. Ne? Und selbst wenn man jetzt sagt, ja gut, ich sammle die 3D-Dinger, was bringt mir das, wenn ich dann nicht mehr so und jetzt irgendwie ein altes Gerät dann kaufen. Ich habe schon von Leuten gehört, die haben gesagt, so ja, dann kaufe ich mir einen alten Fernseher bei eBay Kleinanzeigen, der noch 3D kann. Weiß ich nicht so. Ja, und wie gesagt, Anfang der 2000er Jahre hatte ich schon mal eine Sammlung von 800 oder 900 DVDs. Die habe ich dann komplett verkauft und dann mit Blu-Rays angefangen. Aber das Gleiche mache ich jetzt nicht mehr von Blu-ray auf 4K. Ja, hör mal, Markus, mein Lieber. Ganz, ganz herzlichen Dank auf jeden Fall, dass wir hier mal in dein Reich rein durften. Ich fand es wieder sehr, sehr spannend, mir das Ganze hier mal anzugucken. Ja. Und ich hoffe auf jeden Fall, euch hat dieses Video hier gefallen.
Ne? Also der gleiche Aufruf wie beim letzten Mal, meldet euch. Ne? Die große Sammlungstour, die geht auf jeden Fall weiter. Wir kommen vorbei, wir filmen auch gerne eure Sammlung und ja. Und es ist zwar erst das zweite Video, aber ich glaube, es zeichnet sich ab, jede Sammlung ist anders. Ich glaube, das wird auch in Zukunft so sich fortsetzen. Ja. Genau. Und die Sammlung, die muss auch nicht ultra, ultra groß sein. Das habe ich vielleicht beim letzten Video ein bisschen falsch ausgedrückt. Hauptsache, ihr habt eine persönliche Sammlung, eine schöne Sammlung, irgendetwas, wo ihr sagt, da hängt euer Herz dran und gerne auch dann verbunden mit der Technik. Wie schaut ihr denn eigentlich Filme? Weil auch das finde ich persönlich immer sehr, sehr interessant zu sehen, wie ja, die gesamte Community sich die ganzen Filme, die sie sammelt, dann auch anguckt. Ne? Leute, macht's gut. Markus, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, gerne, dass wir hier sein durften. Florian, war auch schön, dass du wieder dabei warst. Sehr gerne. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und ciao.